letzten Heimspiel der Iserlohn Roosters gegen den ERC Ingolstadt reichte es nicht ganz zum Sieg. Am Ende siegten die Schanzer Panther mit 1:2 am Seiler See. Obwohl es in den letzten Wochen zwischen Teilen der Fans und der Mannschaft wenig harmonisch zuging, verabschiedeten sich Mannschaft und Fans nach dem letzten Spiel respektvoll voneinander. Die große emotionale Bühne gehörte einem anderen. Torhüter Matthias Lange wird nach 6 Jahren den Seiler See verlassen. Zuletzt wurde er wenig berücksichtigt, von den Fans aber keineswegs vergessen.